Weiter geht's mit dem SV Meppen hier im FIFA 21 Karrieremodus. Heute zum 10. Spieltag auswärts sind wir zu Gast im Olympiastadion in München bei Türkgücü München. Wir gehen vorher nochmal in die Trainingssimulation hinein, die ganz okay war mit denen, na gut. Mache ich bitte mal offscreen, damit wir dann mal unsere Noten kriegen. Die Abschlussberichte schaue ich mir auch offscreen mal an. Und dann gehen wir noch ein paar Tage voran jetzt zum Auswärtsspiel bei Türkgücü. Also jetzt haben wir nochmal das Scouting-Update aus Deutschland. Marco Frenzer bis 80 und dann Theodor Rot, und das sind beides eigentlich Jugendspieler, die, naja, nicht wirklich irgendwo gescheit für uns sind. Aber wir verpflichten mal Theodor Rot, mal gucken. Verletzung, da hat sich Hassan Amin verletzt. Das sind alles andere sind Abschlussberichte, die wir uns dann, schaue ich dann gleich offscreen. Und jetzt zum 10. Spieltag gegen Türkgücü. Türkgücü auf Platz 16, wie auf 11, also ein bisschen besser stehend. Aber wir gehen rein. Mit Problemen, das sind wir selber, denn da haben wir nur das Problem, dass Amin verletzt unbedingt ausfallen wird. Dafür der junge Brünner auf die Bank rutscht, weil Al-Hasame spielt und Osei getauscht wird gegen den jungen Borges, der da spielt. Damit gehen wir jetzt rein ins Auswärtsspiel nach München zu Türkgücü. Wir im üblichen 4-2-3-1 kompakt mit Pogba im Tor, Balmott, Borges, Puttkammer und Al-Hasame für den verletzten Armin, Leukers und Eggerow in der Zentrale. Guda rechts, Andermatt offensiv, Düker links und Krüger im Sturm. Bei Türkgücü Vollert im Tor, dann die Viererkette mit Haas, mit Sorba, mit Sand und mit Stangl. Gorzel und Fischer in der Doppel-6, Lacharea, Laukert und Kiriciek. Und vorne Böhre im 4-2-1 Breitsystem im Stadion. Also gehen wir rein, auf geht's nach Türkgücü München ins Olympiastadion. Hier nach München. Wir haben das einmal Stopfer, müssen wir jetzt hier probieren. Na, wieder mit Andermatt. Die Eimer. Lupfen. Und jetzt würde ich sagen, hier willkommen hier im Olympiastadion. Bei Türkgücü München gegen den SV Meppen im Olympiastadion. Und damit würde ich sagen, das haben wir schon gesehen, gehen wir dann hier rein in diese Partie. Türkgücü stößt an. Auf geht's. Poire, Laukert, Fischer. Oh Gott, gut dazwischen. Und wir mal über Düker. Über Andermatt. Oh, schlechter Ball gegen Haas. Das ist Götzel. Unter Druck gesetzt von Egerer. Gut gemacht. Guda ist das. Andermatt. Setzt sich durch. Geht ihn dann nach außen auf Düker. Düker macht das stark. Da ist die Flanke nicht schlecht, aber Haas klärt für Türkgücü über Sarah. Die versuchen es jetzt mal, aber Leukers klärt zum Einwurf, gut gemacht. Vom Sechster. Fischer in die Mitte auf Laukert. Der hat jetzt richtig Platz. Und das ist gut, das ist zu einfach gespielt.
Da ist Sararea in der Mitte, die Flanke geklärt von Walmata zum Eckball, glaube ich, oder? Ja, 10 Minuten rum. Und Jukicci mit dem ersten Eckball hier im Olympiastadion in München. Bringt Laukart, aber geklärt, aber nicht gut geklärt. Nochmal Laukart, die Flanke ab noch und Ballmark, es gibt 11 Meter. Das gibt's doch gar nicht. Okay, ich glaube, wir müssen das Handspiel gleich wieder ausmachen. Denn ständig ist dann diese komische Einblendung da zu sehen. Und dann dieser Einblendung. Deswegen, ich bin aber, ich finde das Handspiel zwar realistisch, aber ich nehme es nach dieser Partie wieder raus und dann, wenn wir ab dem nächsten Part dann ohne Handspiel weiterspielen, denn das regt mich tierisch auf, dass hier ständig dann das Spiel anfängt zu backen. Das ist jetzt Böhre gegen Plogmann und Böhre trifft flach links unten, keine Chance für Plogmann, 1-0 für Türkgücü München in der 13. Minute. Guter Ball, Kicker im Abseits. Rüber. Andermatt. Egerhard. Starker Ball, Krüger. Das Leukers setzt sich durch, Tilo. Leukers abgeblockt von Sorber, starkes Tackling. Leukers auch. Der Ball auf Düker kommt nicht gut. Und Kolzel für die Türkgücü Fischer. Langer Ball nach außen, kein Abseits doch. Von Haas. Lazame, Rotkammer. Auf Al-Hasaime flach auf Borges, der die weiter für Palmat auf Guda. Was macht Guda denn da? Legt den Ball richtig ab, aber Glück gehabt bei Borges dazwischen ist. Und da ist, nein, Lorenz dazwischen Meppen heute. Offensiv noch nicht wirklich der richtige Ball. Nächster langer Ball, aber wieder abseits. Hoher Freistoß auf Ballmart. Der SVM muss jetzt hier versuchen, mal ins Spiel zu finden. Im Olympiastadion in München. Leukers. Lazame, Leukers. Egerer. Leukers. Wieder der nächste Ball von Dingens, der Düker überhaupt nicht ankommt und es kommt nicht wirklich voran. Almat, Egerer, Andermatt, das ist Leukers, da ist dann Düker, Leukers, Egerer, Leukers und wieder ist Haas dazwischen und Rutkammer und Borges ist dazwischen. Lazame, Leukers, guter Ball nach außen. Dükers Flanke ist nicht der Kopf bei Möglichkeit am langen Pfosten. Kommt aber kein Blauer mehr an den Ball und Fischer klärt erstmal. Aber der
SVM jetzt mal dran über Düker. Der ist gut gespielt, dann ist Stangl dazwischen. Und das ist Sand für Türkgücü im Spielaufbau. Laukert, gut dazwischen. Borges. Düker. Guter Ball in die Mitte. Der Andermann voller pariert den Ball und ist dann da. Der Abstoß nach Spielzeit läuft. Gibt es nochmal die Chance für den SVM. Leugers geblockt aus der Distanz und dann ist hier Pause in München. Türkgücü führt 1:0 durch den Elfmeter. In der Stadt ist dann später und damit gehen wir zurück in die Pause zwischen dieser Partie. Palmert, Egerer, Palmert, Leiber ist zurückgelegt, alles haben wir. Guder, gut gemacht. Guder, starke. Danke, Rundschlange mit dem Eckball. Eckball. Holt Dino Leubers. Vollgas, Eckball kommt nicht schlecht, Kopfbewegung geklärt, keine Gefahr, Eckball abgelegt, kommt der Chance, Laukert für Türkgücü. Laukert macht das jetzt gut, Gorzel, wieder Laukert, das ist jetzt Kiewiczek, Stangl und Laukert in die Mitte und das ist gut gespielt. Und der SVM kommt da nicht wirklich hinterher. Wieder Haas, macht das mal mit nochmal zurück. Der Abschlusskammer ist dazwischen, aber nicht wirklich gut. Und dann ist Bore im Abseits. In dieser Phase. Der Party. Bei Stoß jetzt durch Blokmann auf Puttkammer. Da müsste der SVM aber gleich mal mit dem Ausgleichstürchen hier um die Ecke kommen. Al-Hasame, Leibers, Eggers, Borges leitet sich mal nach vorne ein, der ihn besser findet, dann Guder und der nimmt ihn nochmal quer und Krüger macht den Ausgleich. Aber abseits. Gepfiffen. Und jetzt ist er hier bei Türkgücü. Fischer geht raus. Den Münchner, der dritten großen Mannschaft in München, dafür kommt mit der 24 Erhard in die Partie. Und Laukert mit dem Ball zurück. Und dann ist er dann der Ball, aber wieder ein blauer dazwischen. Das ist Andermar. Der versucht eine Anspielung zu finden, findet sie aber nicht. Bore für Türkgücü mit Laukert im Doppelpass und jetzt plötzlich eröffnet sich da ein bisschen Platz. Da ist richtig Platz für Erhard, aber der ist im Abseits. Uiuiui, richtig Glück mit den SVM. Puttkammer hat keinen Freistoß auf Leugers. Er auf Al-Hasame, Leugers. Gleich weiter, Andermatt, Krüger nach außen. Guder wieder, Guder. Wir gehen wieder zurück in die Mitte und zurückkehrt in dieser Situation in der 66. zum Eckball für den SVM. Leugers jetzt mal mit der kurzen Variante auf Güler. Leugers Flanke, dann ist nicht schlecht. Dann nochmal abgelegt, nochmal die Ablage, der Schuss geblockt, Tova Bohu.
Andermatt nochmal abgelegt. Leukers nochmal abgelegt, aber nicht gut gemacht. Und dann die Konterchance für die Gäste, Gastgeber. Bore wird gut zugestellt, der Ball kommt trotzdem durch. Achtung, da außen ist der Ball zurückgelegt. Das ist gut gespielt. Boah, ist stark. Alassane. Brotkammer. Da ist Laukert. Ah, das ist abseits. Glück gehabt. Und das ist Leukers auf Alassane, der wieder auf Leukers in die Mitte. Das ist Guder, das ist Andermatt, das ist Leukers, will ich nochmal ablegen, warum? 77 Minuten rum, immer noch 1:0 für Tekuchi in dieser Partie und der SV Lippen tut sich schwer. Sarai ist am Abseits. Wir werden mal wechseln in dieser Phase jetzt der Partie. Andermatt geht raus, Piosek kommt, genauso wie Hemlein für Guder in die Partie kommt. 12 Minuten noch zu gehen, mal gucken, ob die beiden Wechsel jetzt sind, vielleicht noch etwas, wenn auch die Gutsche Kapelle kommt, bei den Gastgebern in die Partie. Alassane, kurzer Ball auf Duka, der wieder ins Zentrum, Leukers, viel geht über ihn. Egal, aber geht auch viel, M-Line eingewechselt, Krüger, der Ball ist nicht der Abschluss, Duka, Latte! Ja, glaube ich's denn. Der SVM vergibt Chancen zuhauf. Langer Ball, aber Ballmatt zur Stelle. Mit Puttkammer. Und Borges. Und Hemlein. Und Eggerer. Und das ist ja richtig guter Ball für Krüger. Krüger. Legt nochmal zurück, will zurücklegen, findet nicht, in der Spielstation dann doch. Und dann wird aber weggegrätscht, weil Krüger es zu der Mannschaft, die nicht vielleicht machen will, auf dieser Situation. Den Ball vielleicht auch einfach zu safe machen will. Puttkammer. Nochmal LSM dazwischen, wichtig. So, Piosek, starker Ball. Düker, wohin? Genau der richtige Ball. Hemlein scheitert am Vollert, das darf nicht wahr sein. Solche Chancen musst du machen. 90. Minute. Hemlein viel zu frei. Ist der Wechsel bei Tegucci. Stange ist es, glaube ich, der da rausgeht. Mit 23 und dafür kommt mit der 2. Wer kommt denn da rein? Park Jong kommt in die Partie. Eckball jetzt in der 90. Minute für den SV Meppen. Leukers, Eckball ist nicht schlecht. Düker, Vollert, nochmal Düker, aber der Krüger war es. Der Fluss ist nicht gut genug. In dieser Phase der Partie und dann wird es das nach Abzeit läuft schon. Ist jetzt abgelaufen. Wird es das gewesen sein hier und Tükücü München wird die Partie. Ja, jetzt ist es amtlich mit 1:0. Gewinnen. Warum? Weil der SV Meppen hier heute seine Chancen nicht nutzt. Die Chancen waren genug da, sie wollten es einfach zu spielerisch lösen. Wie nur ein Schüsse, 1:10 Schüsse aufs Tor, 1:7 mehr Ballbesitz. Also hier muss mindestens ein Punkt gehen, das beim Rausspringen tut es nicht. Und damit sieht man sich dann am Ende wieder unten da. Später noch Magdeburg gegen Ingolstadt. An diesem Tag. Und ja, mit diesem ja, rutscht man auf Platz 12 ab. Im Prinzip, man hält sich ein bisschen im Mittelfeld. Das ist so, dass man so mein Intent ist, uns im Mittelfeld zu etablieren und dann im nächsten Jahr vielleicht mal den Aufstieg gegebenenfalls anzugreifen, aber noch nicht auf jeden Fall jetzt. Das ist noch viel, viel zu früh. Da ist ein Spieler wieder auskuriert, das ist wichtig. Nämlich Lars Bühning ist wieder fit. Das Projekt wieder schaue ich mir dann gleich an und dann würde ich sagen, mache ich mal schnell das Training in der Schnellsimulation
Und dann beende ich den Part an der Stelle, sage danke fürs Zuschauen. Hoffe, hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Part zum 11. Spieltag. Dann gegen den ersten FC Kaiserslautern im heimischen. In der heimischen Hensch Arena. So rum, was ist jetzt? Ist mir gerade das Stadionname nicht eingefallen. Heilige. Jetzt geht's los. Na gut, ich wollte Dankeschön fürs Zuschauen. Wie gesagt, bleibt gesund, haut rein und ciao.